Herzlich willkommen hier zur heutigen Folge in Thüringen. Wir fahren jetzt mit dem K2 Magnum. Ja. Richtung Hof und holen unseren Saatgut ab und Dünger für den Rest des Feldes. Dann müssen wir noch Feld Nummer 41 und noch Raps rein. Hier haben wir aktuell Weizen bei. Die Ernte geht leider auch noch nicht. Und der Tatsache, dass wir hier ja, wo alles so nass ist, also heißt es warten. Gülle fahren wollte ich versuchen mit Autodrive. Da muss ich auch noch den Kurs noch vollenden. Also das ist noch nicht amtlich. Das klappt. Aber könnte klappen. Normalerweise sogar besser wie mit Kursblech. Das einzige Problem ist dabei, dass ein bisschen so die Kurven so eng sind für das große Fahrzeug. Aber nun gesehen, zur Not werden wir da halt ein kleines Fahrzeug kaufen und dann entsprechend. Ja. Anpassen. Genauso gleich können wir damit die Lage machen, ne? Also ja, nah, ne? So, alles dann entsprechend mit den automatisch fahren lassen, ne? Also das sind ja alles Arbeiten, die man delegieren kann, ne? An andere Leute, ne? Irgendwie sind wir vorbeigefahren. Tanken oder nicht, reparieren auch nicht. Ich verplappert hier. Punkt übersehen. Kommen die rum. Kommst du nix hier? N wollte ich drücken. Die Tankstelle ist auch Blödsinn, wir haben eine eigene. Im Hof. Dünger. Komm noch nicht dichter ran. Müsste ich den Tankstelle echt wegnehmen. Und so geht es hier einigermaßen. Saatgut. Wenn wir irgendwann mal sehen, dass wir Saatgut hier wieder herfahren, ne? Im Winter man schon kaufen. Geht auch mit Augenreißen machen. So, fahren wir zurück. Und lasse ihn den Rest vom Feld noch aussehen. Irgendwann wird auch das Symbol weggehen, dass wir feuchte Felder haben, ne? Dann heißt es Stress. Oder werden wir auf 1 weiter spielen. Der KI-Bauer hat schon geerntet. So noch feucht. Das ist ja ein Ding, ne? Ich darf nicht, weil sie feucht ist. Gibt's doch gar nicht. Es könnte natürlich sein, dass bald das Symbol kommt. Ernte kann losgehen. Mein Feld steht noch. Ja, 1% noch. Dann muss es gut sein.
Das sollte dann bald losgehen. So kann sein, ist schon alles nichts. 1% noch. Dann geht's. Im Sojafeld soll kein Problem sein normalerweise und die Sonnenblumen, naja, werden wir auch schaffen. Ne? Wie gesagt, auf 1. Dann haben wir noch locker ein paar Stunden Zeit bis 10 Uhr nachts. Bevor der Armtau kommt, ne? So, den fahren wir jetzt in die Flugzeuge, wo wir noch hergekommen sind. Das ist hier schon gewachsen, ein bisschen. Das sieht so aus. Zwei Wachstumsstufen, das ist nicht schlecht, in Flugzeugen. Das mache ich gar nicht. Macht die Erde so kompliziert. Aber ich stelle das Winter so um auf 6 Tage auf jeden Fall. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein. So, wieder voll, ne? Weizen, richtig. Kann er weiterarbeiten. Wir können uns wieder ein bisschen güllen, ne? Da seid doch hier. Dann muss der da weitermachen nachher. So. Der ist auch voll. Sogar mit Stroh fast. Lohnzahlung. Wie gesagt, da muss man mit kleinen Güllefass arbeiten. Der wird vielleicht funktionieren. So. Der ist jetzt hier. Kurz aus, ein bisschen zurück und wieder an. Sonst kommen wir nicht rum. Und jetzt fahren wir hier lang, weil ich die Dinger völlig so nicht voll. Das habe ich gar nicht vor. Dann muss ich mal sehen hier, dass wir hier so rumkommen. Und zwar einmal kann ein Kurs durch die Heutrocknung, einmal daneben. Wir fahren erstmal daneben. Jetzt muss ich jetzt mal kurz überlegen. Wir werden geradeaus fahren. Den Richtung Hauptstraße und dann die großen Runde fahren. Das lässt sich gar nicht anders machen. Na gut, hier haben wir mal keine Kühe vorgesehen, aber hier könnte man später auch die Gülle wegfahren. Könnte man, ne? Wie gesagt, man könnte. Da aber die neue Karte kommt, werde ich erstmal dazu nicht bereit, den Kurs müssen wir nicht weiterfahren, da kann man ja anschließen. Dann ist das schon mal gut, dann haben wir das erste Ende geschafft, nur noch zweite Ende zurück, also weiter von dem Weg weg Richtung Gülle-Lager. Und dann den Kurs kann ich ja nutzen, ne? Dann müssen wir ja keine 3-4 nutzen oder fahren. Tja, dann werden wir die Ernte wahrscheinlich im nächsten Livestream machen. Also, so wird es wieder kommen. Leider. Hätte gerne angefangen. Aber das ist nicht, ne? So. Aber da kann mir ja jemand helfen beim Autodrive. So. So, jetzt fahren wir hier ran. Muss ja mal trocken werden. Kann nicht sein, dass lange dauert. So, hier
Hier mal schauen. Dass wir von diesem Kurs von denen nicht. Das ist ungünstig. Den mal rausgehen. Denn der kommt ja von da. Und der kommt von da und fließt an. Wenn wir jetzt von denen anschließen würden, das wird ja durcheinander kommen. Ne? Jetzt fahren wir ran an die Suppe. Möglichst dicht und wiederum nicht zu dicht. Das schließen wir gleich mal an. Da fahren wir noch ein Stück. Hier wird angeladen. Nö. Das müssen wir mal voll anschließen. Dann nur mit kurz bisschen schieben. Du sollst anschließen, du. Angeschlossen hat er. Wir machen mal eine Ehrenkurve. Den alten Mist kriegt er nicht weg hier. Da muss man sehen, dass wir den ersten Trigger kriegen und da einen Haltepunkt machen. Gülle Belan. Das sieht sogar gut aus. Ich will mal sehen, dass wir den Kurs ein bisschen ausgebeult kriegen. Und zwar, mit rechts Klick. Mit der rechts Maustaste. Weil nämlich genau mehr oder weniger bei der Kurve gegen die Wand fährt. Das wollen wir ja nicht, ne? Das wäre genau der Punkt. Wir müssen aber sehen, dass wir den Anfang kriegen, ne? Und nicht zum Schluss. Ich denke mal, hier können wir starten. Und hier werden wir Gülle Belan, Hof 3. Gut, wir werden nie auf dem anderen Hof Gülle fahren, aber man weiß ja nie, ne? Gülle. Belan. Wird Geld geschrieben, oh je. Drei. Erstellen. Jetzt fahren wir Richtung unsere BGH und machen da einen Punkt Gülle Entladen. Und da können wir sein, könnte sein, dass wir den Punkt auch ein bisschen korrigieren. Hier mache ich das nicht. Hier wird es so tragisch, wenn ein bisschen eiert. Und meine noch nicht trocken, sehe ich gerade so. Ich warte darauf, dass ich anfangen kann mit der Ernte. So, fahren wir hier hoch zu BGA. Und dann schauen wir hier den Punkt um. Und der Punkt ist nicht da. Wer hat da den Zaun hingemacht, ne? Wer war das? So. Wie gesagt, der LKW ist ein bisschen zu lang, also da würde sich ein anderer LKW, der kürzer vorne ist, sich vielleicht besser machen. Ne? So, hier muss ich schauen, dass wir den Punkt kriegen. Sobald die Meldung kommt, wird hier ein Punkt. Sieht eigentlich ganz gut aus. So. So, Gülle. Entladen. Okay.
2, 3 erstellen. Kippen wir aus. Dann machen wir hier mal hier wäre Gülle Belanhof 3, Gülle Entladenhof 3 und hier machen wir Gülle rein. Wäre da wohl gelacht, wenn wir das nicht automatisch könnten machen könnten, ne? Dünger, Diesel, Schnee, aber nicht, Zucker. Na, wo ist denn die Gülle? Mist, Mist haben wir schon. Kraftstoff, Mais, Kalk, Heu, Hafer, Gülle. Gülle. Probe. So, Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter und dann kommt schon der nächste Freitag. Jo, tschüss. Schönen Dank fürs Reinschauen.